Hallo Leute, willkommen zurück in GTA San Andreas. Es ist derselbe Tag, an dem ich noch aufnehme, wie ich den letzten Part aufgenommen habe. Falls das gerade ein deutscher Satz war, freut es mich wirklich sehr. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt von Mad Dog noch nichts gehört, also er hat noch nicht angerufen oder so. Ich wette, er ruft er an, wenn ich aussteige, aber ja, egal. Wir werden uns jetzt mal trotzdem um das Casino weiter kümmern. Da vorne, dieser gelbe Punkt müsste das sein. Und da sollte auch eine Mission drin sein. Das Four Dragons Casino. So, ruft er an? Ruft er an? Nein, er ruft gar nicht an. Okay. Dann werden wir uns jetzt erstmal um unseren chinesischen, asiatischen Dingsbums-Kumpel da kümmern. Wie heißt er nochmal? Keine Ahnung, der Blinde da. Und, jo. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da beim roten Pünktchen. Fish in a Barrel. Mr. Rumfa Li. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Und jetzt? Und jetzt? Alter, die letzte Mission war ja schon kurz, aber wenn das jetzt... Nein, das war doch keine Mission, ey. Hallo, was soll ich denn jetzt machen? Achso, okay. Handy, erheben wir mal ab. So. Hallo? Carl, it's me, Kent. The Leone family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War. War. There's word of some triad visitor, something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Okay, also ich habe zwar gerade keine Ahnung, was da drin abgegangen ist mit diesem Vertrag und so, aber das lasse ich nun wirklich nicht durchgehen. Also das war wirklich viel zu kurz. Das heißt, wir fahren jetzt ins andere Casino. Vielleicht hängt es ja irgendwie zusammen, Casino zu Casino und so. Und ja, schauen wir einfach mal dort vorbei. Und dann klappt das, habe ich schon auf jeden Fall. So weit weg ist es gar nicht, das ist auch auf dieser fetten Hauptstraße hier. Glaube ich. Der Würfel bewegt sich schon ein bisschen. Und ja, genau. Also, wir müssen da jetzt noch reinfahren und durchgehen, ihr kennt das schon. Nur was ich seltsam finde, im anderen Casino drin kann man nicht rennen. Und hier kann man drin rennen, soweit ich weiß. Das ist irgendwie komisch. Also ich probiere es einmal. Ja, hier kann man rennen. Vielleicht weil es größer ist oder so. Haben sie es so gemacht oder... Einfach weil sie es beim anderen vergessen haben. Eins von beiden. Eins von beiden wird schon sein. So. Nächste Mission Free Fall. Fucking buzz this. I'm peaking on the blood pressure alone. Yeah. Terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck! You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me. I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. Yeah! You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Wir
Begib dich zum Flughafen. Okay, scheint, dass wir jetzt die richtige Mission haben. Keine Ahnung, was das alles mit dem Vertrag von vorhin zu tun hat. Aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell erfahren. Vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst. Aber auf jeden Fall begeben wir uns jetzt zum Flughafen. Und zwar mit einem Motorrad. Also heute wieder ganz gefährlich unterwegs. Und da ist er auch schon. Nur bei Flughäfen habe ich leider immer das Problem, dass ich nicht weiß, wie man da korrekt reinkommt. Ich schätze mal, ich fahre einfach da rein. Ich hoffe, die Tore öffnen sich und das tun sie auch. Klar, das Flugzeug im Hangar, das werden wir jetzt auf jeden Fall tun. Aber wir legen noch einen Wheelie dazu. Einfach nur, weil ich irgendwie wieder irgendeinen Blödsinn machen muss, ne? So, nein, aber irgendwie glaube ich, wenn man es lange aushält, kriegt man etwas nach der Zeit, so Standpunkte oder so, aber das geht sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr aus. So, dann werden wir mal das Flugzeug klauen. Die Maschine mit den Killern soll bald landen, fangt das Flugzeug ab, bevor es in Venturas ankommt. Okay. So, wir schlagen jetzt mal links ein, genau hier in der Mitte vom Sand. Jetzt heben wir mal ab. Räder einziehen können wir bei der Kiste nicht. Mann, warum kriege ich so immer so schwule Kisten? Na gut. Nein! Nein! Ich weiß schon ganz genau, was das für eine Mission ist. Heilige Scheiße. Ich hasse sie so sehr. Also ich habe sie damals gehasst, das weiß ich ganz genau. Das ist eine der schwierigsten Missionen, die es gibt, falls das jetzt die ist, die ich in Erinnerung habe. Also da könnte ich wieder auf den Fail freuen, ganz ehrlich. Das schaffe ich sicher nicht beim ersten Mal. Scheiße. Na gut. Okay. So, wir sind jetzt sick auf derselben Höhe wie das andere Flugzeug. Jetzt kommt einfach und einzig darauf an, dass wir rechtzeitig einschlagen. Das Problem ist nur, ich sollte mal auf die Karte schauen, wie weit... Ja, auf der Karte sieht man es leider auch nicht. Das ist sehr gut. Okay, das wird eine harte Nuss, diese Mission. Okay, ich muss einfach so früh wie möglich sehen, dieses Flugzeug. Ich muss nämlich eine 180-Grad-Drehung machen, sobald es da ist, und das auch dann noch mit der Kiste einholen. Ja, genau jetzt, okay. Bring deine Maschine hinter das Flugzeug und fliege in die Markierung, okay. Wo ist denn die Markierung? Wo ist die Markierung? Wo ist die Markierung? Wo ist die Markierung? Hallo? 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 Mann, wo ist denn die Markierung? Keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall muss man da wirklich rechtzeitig einschlagen. Also, so wie ich es gemacht habe, jetzt habe ich, glaube ich, total verkackt. Also, ich sehe das Flugzeug noch nicht einmal. Ja, da hinten ist die Markierung. Ach so, ja, genau, die Markierung fliegt die ganze Zeit hinter dem Flugzeug hinterher, ne? Und bis dahin muss ich kommen. Also, durch diese Markierung muss ich durchfliegen. Aber nicht von vorne durch, das habe ich auch schon mal probiert, sondern wirklich von hinten durch. Und das bevor das Flugzeug die Stadt erreicht. Und... wenn man da wirklich, ja, wenn man da wirklich nicht rechtzeitig einbiegt, dann kann man die Mission sowas von vergessen. Das heißt, ich werde jetzt direkt zu den Würfeln fliegen, es nochmal versuchen und ich hoffe wirklich, dass ich es diesmal schaffen werde, weil, boah, diese Mission, die ist wirklich schrecklich, also schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, muss mal schauen, wo das Casino überhaupt ist. Ist es das große da? Nee. Keine Ahnung, was das gerade ist. Egal, wir werden schon rechtzeitig noch sehen. Ah, das. Okay. Okay, landen, 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 landen. Wow, ist mir scheißegal, ob du brennst. Lass mich aussteigen. Fuck, meine Maus geht nicht. So, jetzt. Okay. Ich komme schon wieder.
Die Waffe brauchen wir auf jeden Fall nicht. Was? Mit einer SMG kann ich rumrennen, aber mit einem Baseballschläger kann ich nicht rumrennen. Ah, so ist das. Okay. Gut zu wissen. So, nehmen wir die Mission nochmal schnell an. Und ja, schauen wir mal, wie ich das mache. Irgendwie sehe ich schon den Zeitraffer kommen. Also wenn es auf diesen Versuch nicht klappt, dann weiß ich nicht, dann dauert die Folge eh schon wieder zu lange. So, gut. Schwingen wir uns nochmal dorthin, das war eh nicht so weit weg. Ja. Oh man. Seltsam, dass es so viele pinke Motorräder gibt. So. Komm her. So, jetzt bringe ich das aber zusammen. Ja. Krieg ich dafür was? Ja. Fix. Genau das habe ich gemeint. So. Okay, probieren wir es nochmal. So, wir heben jetzt aber direkt ab. Ja, so. Bin schon gespannt, wie wir das diesmal angehen. Ich habe selber noch keinen Plan, wie wir das schaffen sollen. Jetzt haben wir auf jeden Fall besseres Wetter. Vielleicht sehen wir das Flugzeug dadurch irgendwie früher. Ich fliege lieber ein bisschen höher. Wie das Flugzeug selbst, denn beim Umdrehen kommt man auch ein bisschen runter. Nicht, dass das dann irgendwie zu unserem ja, Ende wird. So, die Höhe müsste reichen. Das fliegen wir einfach mal geradeaus ein bisschen. So. Mann, diese Wolken machen mich fertig. Schaut mal ganz genau auf die Wolken die ganze Zeit. Bewegt sich so seltsam. Mann, warum wird es denn jetzt so nebelig? Dann erkenne ich das Flugzeug doch nie. Mann, genau diese Wolken brauche ich jetzt. Mann, ich habe irgendwie ein sehr ungutes Gefühl. Aber immer positiv denken, Freunde, was? So, seht ihr schon was? Langsam müsste es soweit sein. Ja, ich drehe jetzt um, da kommt schon. So, es ist jetzt hinter mir ein bisschen. Jetzt höre ich auf, mein Gas geben. Es sollte gleich unter uns vorbeifliegen. Komm schon, flieg schneller, Mann. Ich fliege schon so langsam. Hallo? Ich drücke sogar schon auf die Bremse, okay? Über uns? So. Markierung, bitte. Bitte flieg jetzt nicht davon. Komm, ich muss einfach nur durch diese Markierung fliegen. Sie ist so zum Greifen nah. Bitte, hör auf so rumzuwackeln. Gib einfach Gas ein bisschen. Ja. Johnny, du schaffst es. Jawohl. Oh, aber das ist wirklich eine knappe Geschichte. Ihr seht, was ich meine. Jawohl, sowas mache ich auch immer. Das sieht so einfach aus, ne? Bewege dich nach links oder nach rechts, um in Deckung zu gehen. Was? Alter. Das erinnert mich an so ein uraltes Spiel, was ich auf der PS1 hatte. Ja, PS1. Boah, schaffe ich das überhaupt? Mann. Fuck. Ich bin fast tot! Ist er recht jetzt tot? Schau mal. Nein, ist er noch nicht. Okay. Jetzt ist er tot. So, den linken noch. Passt. Puh!
Nein, nein, nein. Ah, okay. Fliege das Flugzeug zurück zum Flughafen. Okay, das sollten wir noch zusammenbringen und wenn nicht, werde ich anfangen zu heulen. Ja, also ich werde ehrlich anfangen zu heulen. Das ist jetzt kein leeres Versprechen, ja. Wow, so ein großes Flugzeug fliegt man, glaube ich, noch einmal in San Andreas, weil... Ja, ich glaube nicht, dass man so ein Flugzeug normal fliegen kann, keine Ahnung. So, wir fliegen jetzt ganz seichte am Meer. Ah, ich fliege doch ein bisschen höher. Ist mir zu viel Risiko, dass ich jetzt irgendwie irgendwo dagegen fliege oder so. So, Räder ausfahren mit 2. Ich fasse so sicher jetzt schon aus. Und da unten muss ich landen. So. Alter, wenn das keine Meisterlandung war, ne, dann weiß ich auch nicht. Kein einziger Kratzer, kein einziger Funken, gar nichts. So, und hier bleiben wir stehen. Oh shit. Oh kacke. Okay, wir haben es geschafft. Ich gehe jetzt noch speichern. Das werde ich da erledigen. Und ihr könnt live dabei sein, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug nach Hause fliege. Und zwar mit so dem Fetten, ne? Also wenn der schief geht, ich habe keine Ahnung. Es wird sowas von fix schief gehen. Außer ich hüpfe vom Flugzeug genau über ein Wasser. Ich hüpfe aus dem Flugzeug. Das war jetzt! Hui! Nein! Nicht da! Warum genau über der Brücke? Das kann so nicht sein, Mann. Also der lacht mich aus, das ist asozial jetzt. Nein. Ja, okay. Mein Problem ist, dass ich jetzt keine Waffen mehr habe. Ja, egal. Auf jeden Fall war es das mit dem Part. Ja, wir hören uns doch dieses fucking Telefonat an und dann... Ja. Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there. Carl. Swing club, maybe? Erst. Einfach nur crazy hier. Macht's gut, Leute. Ciao.